So, deine Freunde, Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir sind in dem Liga Rematches. Sorry nochmal, dass ich letzten Part ein bisschen leicht getiltet war. Ich weiß, it's just a game. Ja, Bruno, dich kennen wir auch schon. Und ich weiß, dass du sicher keine Naturalathletik betreibst. Aber jetzt mal wieder zurück zu aufs, darauf zu kommen, ich weiß, it's just a game. Aber da sind mir wirklich die Pferde durchgegangen. Ich habe es dann am Ende des Parts selber bemerkt. Deswegen, ich bitte es nochmal zu verzeihen. Aber warum Menschen im Sport dopen, das ist mir klipp und klar bekannt, weil wir wollen immer in allem der Beste sein. Und sagen, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste, bla bla bla, man kennt's ja. Und daher dopen auch viele Menschen, nehmen irgendwelche Substanzen oder wie auch immer. Ja, auch Koffein soll, glaube ich, Doping sein, wenn ich richtig liege. Aber da bin ich mir nicht sicher, da muss ich mal genauer nachgucken. Aussage natürlich unter Vorbehalt. Taubos hat einen sehr guten Job gemacht. Konnte zumindest erst einmal das Machomai andatschen. Ich weiß, dass Absol im Typ Nachteil ist und viel AP durch den letzten Kampf verloren hat. Aber das soll kein Problem sein. Aber wo war ich stecken geblieben? Richtig, bei der Doping-Geschichte. Da gibt es ja auch die berühmt-berüchtigte Tour de France. Eine Radtour durch Frankreich. Da wurde sehr häufig gedopt. Also das liest du nur in den Nachrichten, oder hast du in den Nachrichten mitbekommen. Tour de France-Teilnehmer XY. Gedopt, der gedopt, der gedopt. Obwohl ja eigentlich der Sport mit Fairness zu tun haben sollte. Da gab es aber auch mal was von Frontal, beziehungsweise diesmal Frontal 21. Mit, hier, dass sich im Amateursport, vor allem im Fußball, sehr viel Pillen geschmissen werden, im Sinne von Schmerzpillen. Nicht die Partypillen. Impagator hebe ich mir auf. Magma ist nämlich eh noch ziemlich fit und könnte eh noch ein paar Runden vertragen. Und der gute alte Flammenwurf regelt ja eh. Da. Weil geht ja. Aber wo war ich denn geblieben? Richtig, Sport und Fairness. Dass der Sport eigentlich eine Vorbildfunktion hat, auch beim Thema Fairness und Schmerzmittel. Weil darüber möchte ich jetzt einfach mal reden, während der Kampf läuft. Das seht ihr ja. Und dass sich sowas wie Doping nicht sein kann. Als ich Fußball gespielt habe, ich wusste, wenn ich Schmerz habe, okay, geht nicht. Das habe ich mal beim Aufwärmen bemerkt. Ich wollte sollte Pokal eingesetzt werden, aber Knie hat nicht mitgespielt. Ich weiß, dass mein Knie ziemlich dadurch im Eimer ist. Mache ich aber auch keinen Hehl draus. Das habe ich vor allem auch. Ja, weiß nochmal drin, dass seine Kameraden auf ihn zählen, weil alles sonst zerlegt wurde. Ja, das vierte Kampf wird auch wieder so nervig. Boah, gut niedergebrannt. Weil quasi wenn du dopst, dann gewinnst du, aber zu welchem Preis? Dein Leben? Deine Potenz? Sorry, dass ich mich darüber aufrege, aber es musste mal raus. Bruno wurde besiegt.
Ja, wie du verlieren konntest, du hast gedorbt. Und es ist aufgeflogen. Na, geht doch. Ab in den letzten Raum. Erstmal alles fit machen, was gefallen ist. Sind ja eh nur zwei zum Glück. Ich weiß, der Xenia wird gleich wieder als Kanonenfutter herhalten müssen. Ihr fragt euch, hey, warum hat er diesmal kein Elektro-Pokémon dabei? Ich wollte diesmal in dem Let's Play kein Elektro-Pokémon mitnehmen. Und Relaxo kann ich sicher im nächsten Kampf nicht einsetzen, zumindest zu Beginn, weil Bedrohung. Ich spoiler nichts, das sollte schon bekannt sein und kann man nachlesen. Ja, Melanie kennen wir ja auch schon. Hat man ja auch schon gehabt mit Unlicht, weil jetzt sind die ganzen Rematches. Aber ist bei allem so im Leben. Wenn man nicht fair spielt, gibt es irgendwann die Konsequenzen. Deswegen kann ich nur als Rat geben, spielt fair und ehrlich. Wenn ihr verletzt seid, dann kuriert euch aus. Weil der Körper sagt nicht umsonst. Hallo, die Sprache. Wenn man verletzt ist. Um nochmal drauf anzuspielen, weil sonst, ja, im Pechfall kann dich so viel Pillenkonsum dein Leben kosten. Das erklärt, warum die Fußballer gerade reihenweise zusammenkrachen. Weil dies, wie schon gesagt, musste raus. Ja, danke. Magma ist still surviving. Hat ein Drittel von dem Team rausgenommen. Kramchef! Dass gerade die rechte Feder ist in der Position. Es wurde sich nichts Böses dabei gedacht. Jetzt holen wir uns erstmal Kohle, weil Impagator hat ein Mündamulett. Gibt Doppelknete. Ich weiß, das Ding kann Donnerwelle. Ich hoffe, er kriegt das Kramschiff mal ganz schnell gedownburstet. Ich könnte auch einen Absol gegen Absol-Fight machen, aber nö. Und wie es das gedownburstet hat. Handauer. Aber es, das hatte ich mit Sport schon angesprochen. Und es gab ja auch vor etlichen Jahren die talentierte Schauspielerin Sexy Cora. Die wollte ja immer größer und immer größere Hupen haben. Weil das, dass sie dann irgendwann mal bei der OP verstirbt, weil was schief läuft. So leid, wie es mir um die Angehörigen tut. Ich spreche auch nochmal mein Beileid aus. Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Man kann es auch echt übertreiben. Ab einer gewissen Größe. Ist jetzt aber auch meine persönliche Meinung. Kann ich, die tue ich auch mal kund. Ich sag, was ich denke. Werden Titten auch unattraktiv? Natürlich gibt es eine Kerle, die mir da komplett gegensprechen und meinen, es kann Titten größer. Es gibt keine zu großen Titten. Von allem gibt es zu viel. Und von allem gibt es auch zu wenig. Aber wir waren jetzt gerade beim Thema des Busens und zu viel.
Weil ich sag's mal so, okay, E, F, maximal G lasse ich mir noch durchgehen. Denke ich auch, ist schön groß, kann man anlangen. Ab H muss ich mir auch schon denken, okay, ist das nicht doch ein bisschen viel? Aber ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Man muss ja meine Meinung bekanntlich nicht teilen. Passt nach Tara mal weg vom Fenster. Und ein Absol. Wovon träumt die denn nachts? Von Nackerte Weißwürst? Ich glaube, ich krieg gerade die Karma-Schelle und zwar auf die übelste. Nicht. Scanner, oh, die Runde hätte ich nutzen können. Wurscht. Hier müssen wir uns sowieso nochmal hochheilen. Und dann im nächsten Part sind wir schon wieder beim Champion. Und her mit der Kohle. Ja, das ist wirklich so. Was stark, was Stärke, was Schwäche ist. Schwer zu beantwortende Frage. Wer kann mir die Frage schon beantworten? Ich glaube, selbst die Weisesten der Weisen aus der Antike tun sich bei der Frage schwer. Das Gute ist, dass ich nur ein Pokémon verloren habe. Und zwar Magma. Ich bin ja gleich auf Impagator gegangen bei dem... Und wir werden uns schon mal vorbereiten, indem wir Satzenia nach vorne räumen. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.